Nach unserem grandiosen Tag in Leusten bei Born Automotive haben wir erst einmal ein paar Tage entspannt, sind an der Küste entlang gefahren und haben uns Brücke und Knocke in Belgien angeschaut. Mit dem vierten Teil beenden wir nun unsere Ostertrip-Reihe. Den Abschluss bilden jetzt die Porsche Days in Spa-Francorchamps. Ja Leute, willkommen Spa-Francorchamps Porsche Days. Wir haben Panamera dabei, wir haben wieder einen Crema dabei, ja? Und wir haben auch den Veggie GT3 dabei, ja? Mit One Boy Story. Alle hier zusammen, das wird heute ein geiler Tag. Ich freue mich drauf. Der denkt, dass ein GT ein seltenes Auto ist, kriegt jetzt einen Herzinfarkt. Die komplette Flotte von Porsche ist da. Alle Experience gebrandet stehen sie hier. GT4, GT4 RS, GT3, GT3 RS, GT3 Touring. Alles dabei. Alter Scholli, das ist meine Masse Auto. Denn es sind so viele, dass selbst langjährige Porsche-Fans bei diesem Anblick tief schlucken müssen. Nach flüchtigen Zählen ca. 100 der begehrtesten Porsche-Modelle hier auf einem Haufen. Großteils in Vollausstattung mit Weißach-Paket und vereinzelt auch mit Mantai Racing-Paket. Frei nach dem Motto, man muss den Kunden zeigen, was alles möglich ist. Exclusive Manufaktur Paint to Sample fehlt aber. Doch, da gibt es hier zum Glück viele Kundenfahrzeuge zum Bestaunen. Und auch wenn der Aufschlag der Porsche Experience wirklich grandios ist, mein persönliches Highlight ist dieser 918 Spyder in dunkelblau Metallic mit roter Innenausstattung. Da merkt man, was bei Porsche wirklich selten ist. Und den Besitzer Bernhard van Belling findet ihr übrigens auch auf Instagram mit ganz bodenständigem Content.
es geht noch viel seltener. Und zwar mit diesem 964 Turbo S und einem 997 Sport Classic. Und ganz wichtig natürlich, gerne das Video hier liken und den Kanal abonnieren. Es gibt ja wirklich lustige Zufälle, ne? Aber in der Provence haben wir einen Olympia blauen Targa gespottet. Selber Auto steht hier. Knappe 1000 Kilometer entfernt. Was ein Zufall, herrlich. Drei weitere Highlights stehen hier zusammen. Ein Paint-to-Sample 991 Speedster in Schiefergrau mit Keramikbremse und 918er Sitzen. Dann eine von lediglich 80 991 Carrera S Martini Racing Edition aus dem Jahr 2014. Und die Belgian Legends Edition aus 2020 in der speziell entwickelten Farbe X-Blue und erstmals mit gekreuzten Ziernähten. Eine Marktedition, die ausschließlich in Belgien zu Ehren von Jackie X erhältlich war und lediglich auf 75 Stück limitiert ist. Das war unser Roadtrip. Wir enden am Nürburgring. Sind wir noch mal spontan hin. Ja, gestern war Karfreitag, ging es hier richtig ab. Heute ist immer noch eine Menge los, überraschenderweise. Jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Innerhalb von einer Woche Leipzig, Gelderland, Pons Automotive in Leusten. Dann noch kurz ein paar Tage Urlaub in Brügge etc. Schöne Zeit gehabt. Ja, und dann heute Spa und Nürburgring. An einem Tag habe ich auch noch nie gemacht. Insgesamt waren es jetzt über 2000 Kilometer mit dem Panamera. Also das war der allerletzte Part. Wenn ihr das erstmal einschaltet, schaut euch auch gerne die anderen Parts an. Wie immer, lasst gerne einen Daumen oben da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Allah, ciao.